So, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play, kann man ja heute nicht sagen, eher bei Info von Battlefield 4 und zwar für Kacknoobs wie mich, die hier gerade Battlefield 4 angefangen haben, ist es manchmal ein bisschen kompliziert hier irgendwas zu finden oder zu wissen, wie, warum es geht. Und genau zu dem Zweck habe ich hier einen Battlefield 3 Veteran bei mir, den Trinaker, der kennt sich ein bisschen aus und kann uns Dümmlingen weiterhelfen. Moin Moin! Ja, Moin Moin! So, ja, eines hat er mir schon gesagt, und zwar, wenn ihr ja auf den Soldaten klickt und sonstiges, habt ihr ja alles immer in Englisch. Und ja, man kann es sogar auf Deutsch umstellen, wer hätte es gedacht. Und dazu müsst ihr, das ist natürlich super platziert, ganz nach unten scrollen und seht ihr hier unten Change Language in winzig, holt das Fernglas raus, da. Change Language, dann drückt ihr auf Deutsch und Save und schwuppdiwupp, der erste Schritt ist schon geschafft, total easy, jetzt ist das Ganze auf Deutsch. So, und da habe ich natürlich ein paar Fragen, weil ich nicht so bei manchen Sachen weiß, geht mir alles ein bisschen auf den Geist. So, und jetzt nehmen wir einfach mal den Sturmsoldat, da hat er halt verschiedene Sachen angezeigt bei der Knarre. Schaden ist klar, Schaden. Präzision ist natürlich auch verständlich. Hüftfeuer. Was bedeutet Hüftfeuer? Ja, relativ simpel. Und zwar, wenn man am Laufen ist, das Feuern aus der Hüfte, ohne die Waffe in praktisch anzuvisieren. Also. Ja, sondern direkt so um die Ecke zu schießen. Also, desto höher die Zahl, desto besser treffe ich, wenn ich durch die Gegend renne und rumballer. Ja, Reichweite ist auch klar. Stabilität bedeutet, wenn ich baller, verrückt ein Fadenkreuz und desto höher die Zahl, desto geringer verrückt mein Fadenkreuz. Ganz genau. Ja, siehste, das ist doch schon mal wieder ein Wort. Da weiß man doch schon mal einigermaßen, was auf einen zukommt. So, was war denn dann noch? Ja, verschiedene Gadgets habe ich nicht kapiert und da wollen wir einfach mal ruckizucki mal drüber fliegen. Beim Sturmsoldat zum Beispiel Gadgets, da gibt es halt jede Menge hier M320 HE, M320 noch irgendwas und ich habe halt schon relativ viel freigeschaltet und ich habe einfach mal den M26 hier Messdings benutzt und konnte sehen, sie sehen nichts, weil egal wo ich hingeballert habe, wirkte irgendwie nicht. Wo sind denn da die Unterschiede? Was ist denn hier gut, was ist hier schlecht? Es gibt in der Regel, ja, die Gadgets und ein Medikit, Defibrillator sind selbsterklärend, nehme ich mal stark an, aber der M320 gibt es ja mittlerweile im Gegensatz zu Battlefield 3 in verschiedenen Ausführungen. Einmal HE, es sind ganz normale Explosionsgeschosse, SMK sind die Smoke-Granaten, FB sind die Flashbang-Granaten, LVG ist nichts anderes wie eine HE, nur dass diese kleine Granate später zündet. Die Pfeil M320 ist eine mehr oder weniger Schrotflinte. So, und jetzt apropos Schrotflinte, M26 ist eigentlich nichts anderes. So, Schrotflinten unterscheiden sich auch da wieder in der Munition. Es gibt den Schrot, ganz normal, dann gibt es noch Pfeil, das heißt, die sind halt, die streuen nicht so weit, und es gibt noch Slug, das ist mehr oder weniger eine Patrone, dafür halt mit richtig ordentlich Bums. Splittermunition explodiert beim Aufprall, hier sollte man vorsichtig sein, wenn man sich direkt vor die Füße schießt, tötet man sich selbst damit. Aha, also auch, ja, was habe ich benutzt? Ich habe, glaube ich, benutzt M26 Mass. Ja, die, wenn du einen direkt vor dir stehen hast und drückst ab, ja, ist jetzt zum Beispiel, hast du das eine Magazin leer geschossen, wechselt auf die Mast, drückst ab, der ist direkt irgendwie unmittelbar von 10 Metern vor dir. In der Regel fällt der um, je nachdem, ob du auf Hardcore spielst oder auf normal. Ja, okay, ich sehe jetzt, wir haben jetzt auch deutsche Erklärungen dazu, ist ja jetzt auch relativ simpel, das nachzuverfolgen, aber wenn man da im feinsten Englisch, okay, normalerweise kann man sich auch durchwühlen, aber so richtig habe ich das teilweise nicht kapiert und da habe ich dieses Messding natürlich benutzt und weil ich meinte, das wäre jetzt irgendwie eine Hypergranate auf ganz weit weg, schieße ich eine Granate oder kommen dann Schrotpatronen raus, was weiß ich, weiß der Kuckuck, habe ich da auf 80 Meter dann auf einen geballert und sie sehen nichts. Hab halt geschossen wie ein Depp und nichts ist passiert. Ja, jetzt weiß ich auch wieso. Haha. Okay. Da war natürlich wieder clever von mir.
Okay, da waren wir, sind wir beim Sturmsoldaten ja an für sich schon durch. Dann gucken wir beim hübschen Pionier. Genau, ach je, jetzt kommt mein Lieblingsding. Pionier spiele ich sehr gerne. Ja, macht mir unheimlich Spaß, Pionier zu spielen. Reparaturwerkzeug, klar, selbstredend. Minen, denke ich, sind auch selbstredend. Aber da gibt es ja diese wunderbaren ganzen Krimskrams. Den MBT Lore und die RPG und hin und her. Und ja, hier die Stinger ist ja für Flugabwehr und zum Beispiel der SA-18 IGLA. Ja, da steht. IGLA. Der IGLA, der ist halt. Steht auch für Flugabwehr, aber der trifft nicht von alleine. Den muss nachsteuern. Also wie funktioniert der Käse? Die Stinger ist eigentlich die Waffe, die man für Flugabwehr in erster Linie am einfachsten benutzt, weil es eine Fire-and-Forget-Waffe ist. Das heißt, wie siehst an, drückst ab, lädst nach. Die IGLA musst du auf dein Ziel gedrückt halten. Ja. Hat keinen besonderen Vorteil, weil auch wenn die Flares, also die Flugeinheit, die Flares oder sonstiges abwirft, also Abwehrmaßnahmen ergreift, geht auch die IGLA weg. Ist nicht so, dass die da drauf gezielt bleibt. Von daher ist die Stinger, was das anbelangt, die erste Wahl. Also ist das ja total für den Arsch. Da meinst du, da hättest du, weil es höher ist, besseres freigeschaltet. Nein, im Gegenteil, du musst tatsächlich noch weiterhin auf den, sagen wir mal, Hubschrauber bleiben und wenn er die Flares zündet, ist er trotzdem für die Katz. Richtig. Ja, also dann. Soweit ich weiß, einziges Vorteil ist, dass die IGLA eine höhere Reichweite hat, aber das tritt halt so selten ein, dass die Stinger da definitiv, man kann halt abfeuern, der schmeißt die Flares und derzeit habe ich schon die nächste nachgeladen und kann noch zwei Raketen hinterher. Und meistens ist es dann schon so, sofern der Hubschrauber so nicht repariert wird, regelt der das Zeitliche. So, also benutze ich die Stinger für Flugabwehreinheiten und für Panzer so den MBT Law oder wie sieht's aus? Die Law hat einen großen Vorteil, die sucht sich praktisch das Ziel selber. Das heißt, wenn ich die Rakete ungefähr in die Richtung schicke, ja, dann nimmt die praktisch Kurs auf und lenkt sich selber die letzten paar Meter runter. Ja. Macht dafür nicht so viel Schaden. Geübte Spieler nehmen meistens die APG-7 V2, die hat somit den höchsten Schaden. Ich glaube 27 oder 26 ist es. Das heißt, mit 4 Raketen habe ich einen Panzer zerstört. Je nachdem, wo ich hinschieße, ganz wichtig. Ich stehe auf den allerwertesten Schieße, brauche ich auch teilweise nur 2. Ganz genau. Javelin ist eine Zielautomatik, das heißt, du musst aufsetzen, wie bei der Stinger. Und die richtigen Leute nehmen die Schwar. Die einen nennen sie SRAW, die anderen nennen sie Schwar, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Das ist eine gelenkte Rakete. Und zwar hat die einen ganz großen Vorteil, auch das geht übrigens auch bei der IGLA meines Wissens nach, dass man 2 Raketen gleichzeitig abfeuern kann auf ein Ziel. Aha. Das heißt, man muss allerdings ruhig stehen bleiben, man feuert praktisch, man guckt auf das Ziel, schießt die erste Rakete in die Luft, lädt schnell nach, nimmt die zweite Rakete, visiert das Ziel an, feuert drauf und die erste Rakete, die man abgeschossen hat, fliegt auch auf das Ziel drauf. Das heißt, der Gegner kriegt praktisch direkt 2 Raketen auf einmal ab. Und die Schwar, die macht schon eine Menge Schaden. Moment mal, habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Da ist auch eine Fire and Forget oder muss ich auf dem Ziel bleiben? Du musst auf dem Ziel bleiben. Ja, wenn ich aber nachlade, bin ich doch gar nicht mehr auf dem Ziel. Aber die erste fliegt und nimmt praktisch dann das Ziel von, wenn du nachgeladen hast. Ach so, du schießt einfach mal quasi in die Luft, in die Sonne. Du zielst einmal kurz an, schießt in die Sonne, dann fliegt die irgendwo ins Nirvana. So, dann lädst du schnell nach, nimmst die zweite, feuerst drauf. Und dann kommt die erste von oben runter und Raketen, die von oben drauf knallen, machen allgemein immer am meisten Schaden. Ah, okay, das ist natürlich cool, das ist ein super Tipp, weil ich habe halt immer entweder das Lording benutzt oder die RPG, aber wenn ich natürlich einen quasi in die Sonne feuern kann und dann den nächsten damit ziele ich und halt dann drauf und der kriegt dann 2 ab, das ist natürlich der Brüller. Ne? Was natürlich auch schön ist, man kann mit der Schwar auch... Man kann das quer über die Map machen. Also man kann auch, wenn man auf der anderen Map irgendwo einen Sniper hat, kannst du einfach eine Rakete hinschicken und hältst einfach so lange auf den Sniper gedrückt, bis es Bumm macht. Und in der Regel war es das für den Sniper. Oh, das ist natürlich ein genialer Hinweis. Das will ich direkt mal ausprobieren nachher. Das gefällt mir, das hört sich gut an. Ja, man braucht einiges an Übung dafür. Also so, ach, Schnickschnack. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ach, was ist für Elefants, wirst du nachher sehen. Papa schafft das schon. So, dann ja, okay, Mine, ich würde sagen, selbstredend.
M2 Slam ist das? Es gibt zwei verschiedene Minen. Es gibt einmal die M15 AT-Mine, Klassiker aus Battlefield 3, kann man nur auf dem Boden liegen. Sollte man immer versetzt in einer Reihe liegen, ja, also eine vorne, eine hinten, eine vorne. So, und in der Regel immer braucht man drei Minen, um einen Panzer zu zerstören. Das kann man mit der M2 Slam auch machen, die hat nicht so ganz viel Bums. Allerdings hat die den großen Vorteil, die kann man auch im Wasser einsetzen, gegen Wasserfahrzeuge, und die kann man gegen Wände installieren. Das hat den ganz großen Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine Engpassage habe und ich knall die gegen Auto zum Beispiel, was da steht, der Panzer fährt Meter dran vorbei, löst die automatisch aus und der Panzer ist hinüber. Funktioniert in der Regel so wie eine Claymore. Ja, das ist natürlich genial. Ja, vor allen Dingen, weil die meisten Panzerfahrer haben die Thermaloptik und die M15-Mine auf dem Boden sieht man direkt. Die fällt also direkt auf, weil die meisten auch direkt hingucken. Es ist aber allerdings an der Wand, ja, ein bisschen versteckt vielleicht, fallen die nicht auf. Und somit ist es praktisch schon immer meistens immer ein Kill. Habe schon eine Menge Spaß mit gehabt. Oh, sehr gut. Hört sich ja auch nicht schlecht an. Das könnten wir auch mal testen, aber im Moment steht noch die diese... Kann man übrigens, ist ganz fies, man kann die vorne an einen Jeep oder an Buggy ankleben und Suicide-mäßig auf den Panzer zu steuern. Ach, das ist ja genial. Das hört sich an wie Battlefield 1942. Genau, richtig. Zeug in den Jeep werfen, rausspringen und zünden. Das, okay. Das ist natürlich genial. Ja, okay, als letztes haben wir hier unten, den EOD-Bot. Genau, the useless thing, wie man so schön sagt. The useless thing, und da steht so eine super Beschreibung, der ferngesteuerte Bombenentschärfungseinheit. Es ist, ich habe noch keinen gesehen, der damit irgendwas reißt. Man kann damit Leute töten, das Ding hat eine Taschenlampe, man kann damit Bomben bei Rush scharf machen. Wie kann man denn einen damit töten mit der Taschenlampe? Zu Tode blenden? Nee, der hat vorne so einen kleinen Schweißbrenner dran. Ach so, hältst du an den Allerwertesten? Das Problem ist, dass das Ding immer noch, sie haben es schon verbessert, es ist immer noch ultra schlecht zu steuern. Ja, es ist total auffällig, wenn man damit durch die Gegend fährt. Man selber liegt irgendwo in der Ecke und kann jederzeit gekillt werden, wenn keiner auf einen aufpasst. Ich habe, wie gesagt, bis jetzt noch keinen wirklichen Nutzen. Ich bin jetzt auch nicht der super Rush-Spieler, spiele eigentlich gerne Rush, aber auch selbst auf Rush habe ich das Ding noch nirgends im Einsatz gesehen. Aha, okay. Also, das Ding vergessen wir einfach und fertig. Super Kasper-Kram. Granaten, genau, da fällt mir auch gerade auf. Granaten, da gibt es ja auch natürlich ein paar verschiedene. Und mein Favorit war erstmal die erste, die M67. Und die Mini-Granate habe ich ab und zu mal ausprobiert. Die Brandgranate habe ich auch mal ausprobiert, aber ein schöner Brandeffekt, der toll aussieht. Aber viel Wirkung, weiß ich nicht. Da kannst du immer noch aus dem Feuer rausrennen. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Eher weniger. Die M67 Splittergranate eignet sich am besten gegen Gruppen. Ja, wenn du weißt, da sind jetzt mehrere, weil der hat den meisten Bums. Aber in der Regel schmeißt man Granaten gegen eins oder zwei Feinde, die irgendwo in der Deckung sind. Ja. Und da ist die V40 schon wesentlich interessanter. Erstens kannst du drei Stück mittragen, nicht nur zwei. Ja. Und man kann sie wirklich extremst weit werfen. Also mit einer M67, die schaffst du nur ein paar Meter. Die M40 kannst du schon bei Domination quer über die Map werfen, so ungefähr. Impact-Granaten sind auch ganz interessant auf kleineren Close-Quarters-Maps, wo ich weiß, in der nächsten Ecke kommt einer, schmeiße ich eine hin, tippt einmal auf den Boden auf, Explosion. Brandgranaten sind eher dazu da, um Weg zu versperren oder um sich praktisch den Rücken frei zu halten, wenn man weiß, von hinten kommen jetzt welche. Rauchgranaten, die habe ich für mich seit Close Quarters entdeckt und seit ich meine Thermaloptik auf meiner Ace-Waffe habe, Rauchgranate reingeschmissen, der andere sieht nichts mehr, man selber nimmt sich ein IRNV oder Thermaloptik, kann alles wunderbar sehen und nur noch die Gegnermassen so wegholzen, vorausgesetzt der Gegner hat kein IRNV. Okay. Blendgranaten sind nett, aber so wirklich hilfreich sind sie nicht, man ist geblendet, aber für so einen kurzen Zeitraum dass es nicht wirklich Sinn macht, die mitzunehmen. Ah. Die Handfackel nutzt dann am meisten, wenn man merkt, der Gegner arbeitet viel mit Rauch, weil die Leute, die eine Thermaloptik haben und schmeißen Handfackel dahin, die sehen dann wiederum nichts mehr, weil das so hell ist, dass ich dann nichts mehr sehe. Okay. Hört sich für mich eher so nach dem Motto
Rauchgranate okay, Minigranate gut, M67 gut und Rest erstmal zweite Schublade. Ja, die Impact ist auf den kleinen Maps ist ja auch ziemlich gut, wo du weißt, okay, in der nächsten Ecke ist einer, aber die Brandgranate und die Blendgranate, die Brandgranate hat bestimmt auf Rush ihre Daseinsberechtigung, und die Blendgranate, weiß ich nicht, da müssen sie wahrscheinlich noch ein bisschen was dran drehen. Okay, gut, dann gucken wir mal bei den Field Upgrades bitte. Vom Mutant Pionier. Der hat nämlich auch verschiedene Field Upgrades und da kapiere ich auch nicht so einiges, ist er für mich auch ein bisschen blöde. Der hat halt verschiedene Field Upgrades, hier Verteidigung, Angriff, Schatten, Panzerabwehr oder hier Mechaniker, was bei mir jetzt auf einmal schwarz geschrieben ist, aber egal, ich kann euch ja vorlesen. So, und da nehmen wir einfach mal, schiss egal, einfach mal Angriff oder egal auch was immer, da steht immer Stufe 1, dann steht da bei Stufe 1 passiert das und das, bei Stufe 2 das und das, Stufe 3 wieder irgendein Ereignis und bei Stufe 4 wieder irgendwas Tolles. Woher weiß ich denn, wann und welche Stufe ich erreicht habe? Bleibt das bestehen oder fange ich jedes Mal wieder von vorne an? Was hat das damit auf sich?